So Leute, was geht? Niklas hier von PPF mit einem neuen Trainer von uns. Eigentlich bist du gar nicht mehr so neu. Wir haben es erst jetzt geschafft, das Video aufzunehmen. Du bist jetzt schon bei uns seit 2, 3, 4 Monaten. Ja, 4 Monate. Ungefähr so, ne? Ich würde sagen, stell dich selber vor und sagst einmal, wer du bist und was du bei uns alles so machst. Ich bin Andi, 38 Jahre alt, Berufssoldat. Ich bin eingesetzt in Eckernförde in der Mintower-Kompanie. Und bin bei PPF für Auswahlverfahren, alles was mit Apnoe, Minentaucher und Kampfschwimmerei zu tun hat, genau. Der Ansprechpartner. Genau. Minentaucher bist du ja und du hast ja als ältester Bewerber das Auswahlverfahren und dann auch die Ausbildung bestanden. Wie hast du das Ganze hinbekommen? So als ältester Bewerber, du warst ja auch davor schon, sag ich mal, eine gewisse Historie bei der Bundeswehr. Wie hast du das geschafft, das zu bestehen? Das Schwierigste war in der Ausbildung für mich das Mentale und natürlich die Regenerationszeit. Die Lehrgänge da oder das Auswahlverfahren ist ja, sag ich mal, für Soldaten Anfang 20 ausgelegt. Ja. Und mit 38 Jahren da nochmal durchzustarten, war schon eine Herausforderung, weil meine Regenerationszeit ja viel länger ist. Ja, klar. Und ich viel mehr Zeit brauche, um wieder klarzukommen, als hier so ein Anfang 20-Jähriger. Mhm. Und die größte Herausforderung war für mich das Zeittauchen immer, die 2 Minuten 30. Mhm. Das habe ich mental immer sehr an meine Grenzen gebracht, wo man jetzt drüber lachen kann im Nachhinein, ne, weil einfach alles gar nicht so schlimm ist, wie man sich's selber ausmalt. Ja. Und ja, wie habe ich das gemacht? Einfach mit dem Willen, da durchzukommen und mich da zu verändern und da quasi Fuß zu fassen in der Minentaucherei. Weißt du noch, wie viele es am Anfang waren, mit denen du gestartet bist, ganz initial? Wir sind in den Sportvorbereiter reingegangen mit 9 Mann. In die Halle sind dann 7 gestartet, in meine erste Halle. Dann bin ich am Schluss der Einzige gewesen, der aus der Halle rausgekommen ist. Also die letzten 2 Wochen der ersten Hallenphase war ich alleine. Das war auch nochmal mental heftig, wenn du 4 Ausbilder hast, die gegen dich schießen und du der einzige Lehrgangsteilnehmer bist. Ja, ja. Und dann musste ich 6 Monate warten, weil die für einen Soldaten halt keine Freiwasserphase durchführen. Dann bin ich nochmal in die Halle gestartet die letzten 2 Wochen und habe dann quasi den Checkdive mitgemacht, noch ein paar Apnoe-Sachen, nochmal ins Tauchgerät reinzukommen, um dann in die Hallenphase, in die Freiwasserphase zu kommen. Und am Schluss sind wir mit 3 Mann rausgekommen. Wie viele waren dann am Anfang der Freiwasserphase? Ich meine, da waren es 7. 7, okay. Also 7 oder 8, also 50% Ausfallquote. Warum fällt man in der Freiwasserphase raus? Ist dann da so die Gründe? Erst Tauchen oder dann auch das Körperliche immer noch? Tauchsicherheit, klar, das Körperliche. Du musst natürlich auch über diesen langen Zeitraum der Freiwasserphase hier diese 3 Monate gesund bleiben. Du darfst ja keine Erkältung einfallen, du darfst nicht so viele Ausbildungsblöcke fehlen. Da ist es aber dann meistens das Körperliche oder die Tauchsicherheit. Und in der Hallenphase ist es meistens der Kopf, der die Leute rausnimmt. Kann man sich auf das ganze Thema Tauchsicherheit schon vorher vorbereiten oder ist das so ein Ding, entweder kannst du es oder du kannst es nicht? Du musst dich an das halten, was die Ausbilder verlangen. Du darfst keine Fehler machen in den sicherheitsspezifischen Übungen, also die Rettungsmodule zum Beispiel, da darfst du nicht fehlen, darfst du nicht verkacken und dann passt es aber vorher dich vorbereiten, kannst du da eigentlich nicht. Okay, also irgendwie so. Das kommt alles im Rahmen der Ausbildung. Okay, also irgendwelche Tauchkurse vorher machen, macht keinen Sinn, irgendwelche Tauchbücher. Nee, das besser ist es eigentlich, wenn du ein unbeschriebenes Blatt bist. Ja, das habe ich auch schon gehört. Weil du dann, die Ausbilder können dich dann quasi prägen, so wie du es brauchst. Und die Minentaucherei hat halt nicht viel mit dem Sporttauchen zu tun. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Du bist ja schon ein bisschen älter. Was hast du denn vorher so gemacht bei der Bundeswehr? Für die, die es nicht wissen. Ich bin 2005 eingestiegen bei den Fallschirmjägern in Zweibrücken. War dann da 3 Jahre, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich eine Spezialisierung brauche oder halt einfach nicht 0815 Fallschirmjäger sein möchte. Und bin dann Diensthundeführer geworden im Minenspürhundezug. Der wurde damals neu aufgestellt, 2005. Und ich bin dann 2007 in diesen Zug reingekommen. Hab dann da 8 Jahre lang Diensthund geführt. Und als sie dann quasi nicht mehr dienstfähig war, weil sie vom Alter her zu alt war,
hatten wir Köln die Frage gestellt, ob ich nicht Berufssoldat werden möchte und in die Kampfmittelabwehr wechseln möchte. Dann habe ich mich dazu entschieden, Kampfmittelbeseitiger zu werden. War dann 20 auf 21 nochmal im Einsatz in Mali und habe danach halt gesagt, ich möchte mich nochmal verändern. Ich versuche jetzt nochmal ein Auswahlverfahren zu bestehen und bin dann Minentaucher geworden. Hast du dadurch bedingt, dass du vorher schon IOD-ler warst, irgendwie ein Vorteil gehabt in der Kampfhölle dann selber, in der Ausbildung später, dass da schon gewisse Sachen schon bei dir vorhanden waren? Genau, ich musste quasi nicht mehr die komplette Kampfmittelabwehrausbildung machen. Ich habe quasi nur das Tauchen gelernt. Die Fachkunde Munition für Marine musste ich gar nicht machen. Okay. Und ich muss jetzt noch 2 Lehrgänge besuchen und dann bin ich quasi komplett fertig. Was hast du dir gespart in Zeit, weißt du das? Bestimmt ein Jahr. Okay, krass. Ja. Krass, okay. Also die Fachkunde alleine geht ja schon 6 Monate. Mhm. Ja, das auf jeden Fall schon mal. Dann den Vorbereitungslehrgang dafür, die naturwissenschaftlichen Grundlagen und so. Das wurde mir quasi alles anerkannt. Wie schwer ist das, sag ich mal, intellektuell? Das ganze Thema Munition, Entschärfen, diese ganzen fachkundigen Sachen? Das ist schon, heftig. Also ich habe meine Fachkunde 2016 in Aachen gemacht und der Alpha-Teil, da fallen sehr viele durch in Mathe und technische Kommunikation. Das war schon mal ein Neckbreaker für viele da. Also das ist auch bestimmt Ausfallquote von 50-60%. Okay, krass. Und danach gehst du auf die Fachkunde Moon Bravo. Das sind dann 6 Monate, wo dann Schräubchenkunde stattfindet, du auf die Munition eingehst, du auf die einzelnen Zünder, alles was der Russe, der Chinese, die NATO hat. Und da schreibst du halt für jede Munition, die es gibt, Leistungsnachweise. Zum Beispiel Lenkflugkörper hast du, glaube ich, 2 oder 3 Leistungsnachweise. Chemie, Ballistik, also das ist schon nochmal, ich glaube, du schreibst in diesem einen Jahr über 60 Leistungsnachweise. Krass. Und hast aber nochmal 5 oder 6 Prüfungen praktisch, also gerade Vernichten, Identifizieren von Munition, was halt dann auch nochmal sehr anspruchsvoll ist. Ja. Und dann gehst du erst nach Stetten auf die Ausbildung zum Kampfmittelbeseitiger. Krass, können wir vielleicht sowieso mal drüber reden, auch wie man da, sag ich mal, von den ganzen Lernen noch rangeht, das wird ja wahrscheinlich ein brutal viel zu lernen gewesen sein, wie man das so machen kann. Jetzt bist du ja bei uns primär halt für alles, was Wasser zu tun hat, also KSM, Mieter. Was machst du da so, sage ich mal, auf täglicher Basis mit Leuten, die jetzt sagen, hey, ich will zum KSM, hey, ich will Minentaucher werden? Wie ist da so ein bisschen, ganz, ganz grob dein Ansatz? Sprechen wir wahrscheinlich immer mal ein bisschen tiefer drüber, aber was ist da so grob dein Ding, was du mit den Leuten machst? Im Schwerpunkt ist es natürlich viel körpereigenes Training, gerade im Hinblick auf die Serien, die kommen. Wenn ich weiß, was eine Serie ist, da werden wir auf jeden Fall, denke ich, auch nochmal drauf eingehen. Dann Schwimmtechnik ganz klar und natürlich im Schwerpunkt die ganze Apnoe-Geschichte. Ja. Okay. Hast du noch Punkte oder war es das fürs Erste? Wenn du keine mehr hast, ich nicht. Ich habe keine. Wenn ihr Fragen habt dazu, kommentiert gerne oder schreibt ihn. Du bist ja auch auf Instagram sehr präsent. Ne? Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in den nächsten Videos. Haut rein.